Lisa, hallo Robin, schön, dass du dir Hi. Zeit nimmst. Jo, Wollen wir ein gerne. bisschen über die Situation in Mainz reden und über deine Situation? Zwei Drittel der Saison ist rum, etwas mehr sogar. Wie ist denn so das Zwischenfazit, was den FSV Mainz 05 angeht? Ja, mit Sicherheit haben wir uns den Verlauf der Saison anders vorgestellt. Ich denke, es ist viel passiert. Es war eine ereignisreiche, nenne ich sie mal, ja, Saison bisher. Ja, das Entscheidende für uns ist, alles, was vergangen ist, ist vergangen. Und wir sind jetzt die letzten Wochen auf einem ordentlichen Weg und haben nur ein Ziel, und das ist in der Liga bleiben. Und das ist alles, worauf der Fokus gilt. Und am Ende der Saison können wir dann mal alles aufarbeiten und Revue passieren lassen. Aber im Moment zählt eigentlich nur das Ziel und der Blick nach vorne. Was hat denn dieser Trainerwechsel zu Bo Svensson bewirkt? Ja, ich denke, dass wir seitdem deutlich stabiler sind, dass wir ja, erfolgreicher waren, dass wir in kurzer Zeit mehr Punkte geholt haben als in der gesamten Hinrunde, dass wir ja einfach ja, mehr eine Mannschaft geworden sind und ja, das entscheidende Faktoren sind, die man im Abstiegskampf braucht. Ändert sich bei einem Torwart, wenn es um Trainerwechsel geht, eigentlich auch was? Ich meine, du hast ja den Stefan Kuhnert, du hast ja dein Torwarttraining. Und wenn dann ein neuer Head Coach, hätte ich jetzt fast gesagt, kommt, ändert sich da bei dir was? Ja, natürlich. Also ich denke, wenn die Mannschaft anders spielt, also wir haben ja auch dann ja, seitdem auch als Mannschaft anders gespielt und auch von hinten raus anders, und deswegen ändert sich da für den Torwart natürlich auch was. Aber in erster Linie ja, geht es ja für den Torwart darum, Bälle zu halten, und das ändert sich so groß dann auch nicht. Wie ist dein Zwischenfazit für deine Leistung bisher in der Saison? Für dich? Ja, auch gemischt. Ich denke, es waren ein paar gute Spiele dabei, waren auch ein paar dabei, wo ich nicht 100% zufrieden war. Auch das eine, wo ich gar nicht zufrieden war. Aber ja, das glaube ich, ist bei so einer Dauer von der Saison dann auch normal, dass immer mal eins dabei ist, wo man nicht so zufrieden ist. Wichtig ist, dass man ansonsten in seinen Leistungen eine Konstanz hat. Und ja, ich denke mal, die hatte ich größtenteils, wie gesagt, mal war es überm Schnitt, mal leicht unterm Schnitt, aber im Großen und Ganzen, denke ich, ja, hatte ich schon eine Konstanz über die Saison bisher. Du meintest dieses komische Spiel in Augsburg, ne? Ja, zumindest diese eine Szene. Also ansonsten konnte ich mich in dem Spiel ja leider nicht mehr so beweisen und dann auch, ja, sagen wir mal, nichts mehr retten, weil nichts mehr zu retten war. Aber ja, diese eine Situation, die hat mich dann doch schon sehr, ja, genervt. Aber wie schon erwähnt, ich glaube, das kann passieren, das sollte nie passieren, aber es passiert jedem Torwart, glaube ich, mal in seinem Leben, und deswegen ist es jetzt damit auch abgehakt. Wie lange hat man denn dann als Torwart, speziell du, ist ja wahrscheinlich jeder anders, dann so eine Szene noch im Kopf? Kannst du das ziemlich schnell abhaken? Deine Mitspieler haben ja auch gesehen und auch getröstet. Ist das für dich am nächsten Tag schon vergessen oder ist es dann, wenn du dann in einer Felddienstarena in Schalke reinläufst, denkst du, oh, hoffentlich passiert mir das hier nicht wieder? Oder ist das für dich dann gar kein Thema? Ist das die Kunst, das ausblenden zu können? Ja, also am nächsten Tag nicht direkt, aber dann, sobald das neue Spiel vor der Brust stand und auch, also wie gerade beschrieben, wenn ich da reinlaufe, verschwende ich jetzt keinen Gedanken an solche Szenarien, was könnte passieren. Also da war es schon abgehakt, ja. Hast du denn für solche Fälle, hast du Gesprächspartner, mit denen du sowas besprichst und dann abhakst? Gibt es Mentalcoaches oder machst du das für dich alleine klar? Ja, gibt es. Mit dem arbeite ich auch schon seit langen Jahren zusammen. Aber je nachdem, wie ich drauf bin, kann man manche Sachen einfacher alleine abhaken. Manchmal braucht man vielleicht auch einfach nur das Gespräch, ohne jetzt groß ja, Hilfestellung zu bekommen. Ich denke, das habe ich ja diesmal ganz gut hinbekommen. Und ja, das mal so, würde ich sagen.
Ich meine, vor fast genau einem Jahr hattest du ja ganz andere Probleme, hattest einen Kreuzbandriss gehabt. Ist das dann, um sowas zu verarbeiten, sogar gut, wenn man mal was viel Größeres, Elementares gehabt hat, wie so ein Kreuzbandriss, dass man das andere ist, mein Gott, ist nur ein Spiel, Hauptsache ich bin gesund. Hat dir das vielleicht auch geholfen, um das sowas zu verarbeiten? Boah, ich hatte schon die eine oder andere Verletzung davor. Ich weiß, wie wichtig Gesundheit ist und dass es das Wichtigste ist bei uns ja, im Sport, aber auch im Leben. Und deshalb hilft es, denke ich, mit Sicherheit da mit einem gewissen Blick auf das große Ganze ja, reinzugehen. Allerdings tut natürlich jeder Fehler und jedes Gegentor weh. Und ja, das ist, denke ich, eine Einstellungssache, die sich über die Jahre entwickelt, und deswegen hilft es natürlich immer, das große Ganze zu betrachten, aber Fehler nerven immer. Egal, auch wenn man gesund ist. War der Kreuzbandriss zu Beginn der Corona-Zeit eigentlich gut, dass er dann in der Corona-Zeit war, oder war das bescheuert, weil man sich ja sonst auch kaum ablenken konnte? Ja, also zunächst war es ja nur ein Kreuzbandanriss, der dann. Ja, natürlich, ich hatte kürzere Steps und hatte auch noch ein Ziel. Also dadurch, dass dann die Saison verlängert wurde sozusagen mit der Unterbrechung, hatte ich auf jeden Fall das Ziel, noch in der Saison ja, einzusteigen. Und deswegen, ja, für mich war es ja, im Nachhinein vielleicht positiv. Die kurze Unterbrechung oder die Unterbrechung, es waren ja, glaube ich, 6 Wochen Unterbrechung damals, weil zu dem Zeitpunkt, wo es dann wieder losging, da war ich schon so weit, dass ich wieder ohne Krücken laufen konnte. Und das war für mich dann zumindest ja mental leichter. Aber jetzt bist du auch da gedanklich ganz weit weg. Du bist ko komplett genesen. Es gibt ja manche Fälle, die dann zwei, dreimal so einen Riss bekommen, aber dir ist alles wieder top. Ja, bei mir ist alles top. Also ich habe gar keine Probleme, auch danach nie wirklich gehabt. Das ist alles wunderbar verheilt und ich verschwende da auch gar keinen Gedanken mehr dran. Warum bist du eigentlich Torwart geworden? Ja, mein Vater hat, also ich war früher im Sturm, und ja, dann hat mein Vater immer, ich war recht schnell und wurde viel gefoult, und mein Vater hat dann, glaube ich, so ein bisschen Angst gehabt, hat gesagt, ich soll es mal probieren im Tor. Naja, es hat ganz gut geklappt und hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, viel Laufen war eh noch nie so meins, und deshalb habe ich mich dann im Tor auch ganz wohl gefühlt. Fand es auch cool, so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen als Kind. Ich glaube, das waren so die Gründe, warum ich dann ins Tor gegangen bin. Wobei ich auch nach wie vor dann gerne draußen gespielt habe. Das könnte eine Waffe sein im Abstiegskampf, dass du dann ab der 85. mit nach vorne gehst, ne? Ja, hoffen wir nicht, dass es so oft vorkommt, weil es ja heißt, dass wir hinten liegen. Deswegen brauche ich das nicht unbedingt. Ne. Weißt du noch, an welchen Torwart welcher Torwart war zuerst dein Vorbild, noch als kleiner Junge, vielleicht ein Poster hängen gehabt im Zimmer? Was war der erste Torwart, dem du nachgeeifert hast? Ja, so richtig nachgeeifert weiß ich nicht, aber der erste. Mein großer Bruder und mein Vater waren Bayern-Fan früher, und deswegen war dann schon Olli Kahn so der Torwart, der mir, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, der mir als erstes in den Sinn kommt. Und heute? Ja gut, heute betrachte ich das Ganze natürlich ein bisschen aus einer anderen Position, auch mit einem anderen Blickwinkel drauf, weil ich ja versuche zu beobachten, wer was gut macht, von wem man sich was abschauen kann, und deswegen gibt es da jetzt nicht den einen. Ich denke, dass Neuer da das schon ja, überragend macht, auch nach seiner langen Verletzung jetzt wieder so zurückzukommen, ist ja dann ja auch nicht nur sportlich, sondern auch mental eine große Leistung, und deswegen ist er natürlich einer, zu dem man immer wieder schauen kann und sich was abschauen kann. Was ich mich frage, wie guckst du dann eigentlich Fußballspiele am Fernseher? Guckst du dann vermehrt immer auf den Kollegen da zwischen den Pfosten oder auch das große Ganze so ganz entspannt wie ich auch? Kannst du da das überhaupt trennen? Ja, mal so, mal so. Also ich sag mal jetzt Wettbewerbe, in denen wir nicht vertreten sind, Champions League jetzt zum Beispiel, das kann ich mir ganz entspannt angucken. Oder ja,
da gucke ich dann aber natürlich bei den Toren immer auf den Torwart. Also bei den Gegentoren oder bei guten Aktionen gucke ich immer auf den Torwart. Das ist, glaube ich, ganz normal, vielleicht ein bisschen mehr als jetzt ein Spieler, aber ich glaube, das guckt, also jeder Torwart schaut bei Gegentoren mehr auf den Torwart als auf den Abwehrspieler oder auf den Stürmer, der vielleicht entweder was gut oder was schlecht macht. Also ich glaube, da guckt man immer mehr auf den Torwart. Aber ich kann schon auch entspannt Fußball gucken, ja. Du bist ja so quasi so ein Local Hero, in Rüdesheim geboren, in Mainz groß geworden, 2006 schon in diesen Verein gekommen. Zwischendurch durftest du mal ein bisschen um die Ecke da in Richtung Kiel. 2 Jahre, ist aber fast viel Ausland. Jetzt bist du wieder da, bist du Stammtorwart, noch relativ jung. Willst du ewig Mainzer bleiben? Ja, also ich werde ewig Mainzer bleiben, dadurch, dass ich halt jetzt schon so hier diese Connection zu dem Verein habe, glaube ich, dass das nie wieder abbrechen wird. Und ja, ich habe hier, ja, ich eigentlich, wenn ich an Fußball denke, denke ich an Mainz 05, weil ich, wie gesagt, seit 2006, da war ich 11, meine ich, im Sommer, als ich bin dann 12 geworden. Das ist natürlich eine prägende Zeit, wenn man dann so lange bei einem Verein ist, über die Hälfte des Lebens. Und ja, deswegen glaube ich, wird Mainz 05 immer etwas, ja, oder den größten Teil im Fußballerleben bei mir im Herzen haben. Aber so eine Karriereplanung hast du jetzt nicht, jetzt noch 2 Jahre Mainz, dann gehe ich Mainz aus und dann komme ich wieder oder so, du lässt alles auf dich zukommen? Ja, also ich habe gemerkt, dass das nichts bringt, dass man wenig planen kann und habe nur einen Fokus, nur ein Ziel und das ist mit Mainz in der Klasse bleiben und alles andere interessiert mich aktuell wirklich gar nicht. Aber noch eine Frage. Buffon ist, glaube ich, jetzt 43 geworden. Der ist immer noch auf höchstem Niveau. Da hast du noch wie viele Jahre? 15? Oder wie viele Jahre willst du noch im Kasten stehen? Ja, ehrlich gesagt, so lange wie es geht. Also so lange, wie ich mich gut fühle, will ich auch spielen. Ich habe auf jeden Fall das Ziel, ja, 10 Jahre. Dann bin ich 36. Das ist ein Ziel, sagen wir mal so. Aber auch das kann man nicht planen. Auch da werden in den nächsten 10 Jahren bestimmt Situationen dazukommen, die man so nicht erwartet hat. Aber mein Wunsch wäre es schon, so lange wie möglich zu spielen. Erstmal noch diese Saison auf jeden Fall. Letzte Frage. Wie geht es dann aus für den FSV Mainz 05? Und alles andere, du wirst natürlich sagen, ihr bleibt drin, logisch. Aber warum? Ja, na klar. also wir werden in der ersten Liga bleiben. Wir werden, warum? Weil wir es, glaube ich, verstanden haben, was es braucht, weil wir gezeigt haben, dass wir es können und weil wir auch als Mannschaft, glaube ich, jeder diesen straighten Weg gehen will und jeder, also alle zusammen an diesem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist genau das, was dann letztendlich entscheidet, ob man in der Liga bleibt oder nicht. Und da, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Da wünsche ich dafür viel Erfolg und bleib gesund. Dankeschön. Und bis bald. Ebenso. Danke für die Zeit. Ne? Ja, gerne. Und lass dich weiter behandeln. Viel Spaß. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao, alles Gute. Danke, ebenso.